Herzlich willkommen zu einem neuen Newstime heute. 10 psychologische Tricks im Umgang mit Menschen. Los geht's. Vielleicht denkst du jetzt, wieso sollte ich andere Menschen manipulieren? Oder wer andere manipuliert, kann kein guter Mensch sein. Doch Manipulation ist weder gut noch schlecht. Du bist ständig Manipulation ausgesetzt durch Werbung, Medien und deine Mitmenschen. In der Werbung und in den Medien wird bewusst manipuliert und deine Mitmenschen manipulieren hingegen oft unbewusst. Du selbst tust das ebenfalls. Ob du bewusst oder unbewusst manipulierst, Manipulation ist nichts Schlechtes. Deswegen stelle ich dir jetzt 10 Tricks zur Manipulation, die im Alltag wirklich funktionieren. Nummer 1. Achte auf die Augenfarbe deines Gesprächspartners. Lernst du neue Leute kennen, dann sieh ihnen während der Unterhaltung immer in die Augen. Der direkte Augenkontakt vermittelt Selbstsicherheit. Versuche ihre Augenfarbe zu erkennen. Wenn du demjenigen ihre oder seine Augenfarbe sagst, wird er oder sie sich über dein entgegengebrachtes Interesse freuen. Denk dabei mal an dich selbst. Wie reagierst du, wenn Menschen direkt auf dich zukommen und den Blickkontakt halten? Wie reagierst du auf Menschen, die während eurer Unterhaltung an die Decke starren oder auf den Boden? Und wie reagierst du, wenn sich dein Gegenüber für deine Augenfarbe interessiert? Zweitens, der erste Eindruck, Auftreten und Händedruck. Der erste Eindruck, den du bei deinem Gesprächspartner hinterlässt, ist entscheidend. Der erste Eindruck einer Person dominiert im Gehirn der anderen die darauf folgenden Eindrücke. Der erste Eindruck ist dafür verantwortlich, wie die darauf folgenden interpretiert werden. Der erste Eindruck, den ein Mensch von einem anderen bekommt, ist so dominant, dass andere Eigenschaften einer Person nicht gesehen oder übersehen werden. Nach dem ersten Eindruck erscheint eine Person dem Einzelnen als angenehm oder unangenehm, als sympathisch oder unsympathisch. Drittens, Könige handeln anders. Smalltalk ist nützlich, um auf unkomplizierte Weise einen ersten Kontakt zu fremden Menschen aufzubauen. Smalltalk ist aber tödlich, wenn du deine neuen Bekanntschaften damit zu Tode langweilst. Deswegen gilt, Könige handeln anders. Mächtige Menschen fangen da an, wo es losgeht und reden nicht um den heißen Brei herum. Der König lässt sich Zeit, er macht Pausen. Der König setzt Gesten vor Sprache ein. Der König fängt immer anders an. Könige handeln einfach anders. Mächtige Menschen fangen da an, wo es losgeht. Viertens, nutze den Halo-Effekt. Selbstbewusste Menschen betreten stets erhobenen Kopfes und ohne zu zögern die Bühne. Mit diesem Auftreten überstrahlen sie alle anderen Merkmale. Dieser Effekt wird als Halo-Effekt bezeichnet. Halo kommt aus dem Englischen und bedeutet Heiligenschein. Der Halo-Effekt ist eine aus der Sozialpsychologie bekannte kognitive Verzerrung, die darin besteht, von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte Eigenschaften zu schließen. Diese bekannten Eigenschaften einer Person überstrahlen alle anderen, ähnlich einem Heiligenschein, und dominieren somit das Gesamtbild der Person. Der erste Charakterzug einer Person, von dem man erfährt, hat eine ähnliche Wirkung. Wenn einem eine Person als neidisch beschrieben wird, verändert das grundlegend die Wahrnehmung aller anderen Eigenschaften. Introvertiertheit wird dann oft als Egoismus interpretiert. Aus einem sparsamen Menschen wird ein Geizhals. Schüchterne Menschen werden als eingebildet wahrgenommen. Das geschieht, weil unser Gehirn versucht, die neuen Informationen mit dem bereits vorhandenen abzugleichen und so zu einem klaren Bild zu kombinieren. Fünftens, dein Aussehen. Auch dein Aussehen spielt beim ersten Eindruck eine entscheidende Rolle. Attraktive Menschen werden als sozial kompetenter wahrgenommen, Brillenträger als intellektuell und intelligent, Übergewichtige als gutmütig. Vorurteile sind eine reine Reaktion unseres Gehirns. Sie werden vom ersten Eindruck einer Person dominiert, noch bevor diese auch nur ein Wort gesagt hat. Sechstens, nutze den Priming-Effekt. Priming ist die Erklärung für die Erleichterung einer Reaktion auf einen Zielreiz-Target. Aufgrund der vorherigen Darbietung eines Spannungsreizes Prime. Setze bewusst höhere Richtwerte, an die zukünftigen Schätzungen angepasst werden. Zunutze machen kannst du dir diesen Effekt zum Beispiel bei der Präsentation der Kosten für ein bestimmtes Projekt.
Wenn du für dein Projekt sehr hohe Kosten veranschlagen musst, sollst du vorher im Hinblick auf diese stark übertreiben. Bei der tatsächlichen Präsentation sind die potenziellen Geldgeber dann von den hohen Kosten weniger beeindruckt, da sie diese noch höher erwarteten. 7. Achte auf die Füße und Körperstellung deines Gegenübers. Achte bei Gesprächen mal bewusst auf die Füße und die Körperstellung deines Gegenübers. Sind die Füße während des Gesprächs auf dich gerichtet, ist diese Person auch wirklich am Gespräch interessiert. Zeigt nur der Körper in deine Richtung und die Füße in eine ganz andere, will diese Person ganz schnell weg und fühlt sich in diesem Gespräch nicht besonders wohl oder hat einfach keine Lust, sich mit dir zu unterhalten. 8. Foot in the door Technik. Bitte Menschen um einen kleinen Gefallen, die sie dir nicht abschlagen können. So bekommst du sprichwörtlich deinen Fuß in die Tür. Darauf folgende größere Bitten werden dann seltener abgelehnt. Eine einmal eingegangene Verpflichtung aktiviert ein positives Selbstbild einer hilfreichen Persönlichkeit, von der man sich in der Situation nur schwer trennen kann. Umso mehr ein Mensch für dich tut, desto wichtiger wirst du für ihn. Er oder sie wird außerdem das Gefühl bekommen, dich zu mögen. Wenn du dieses Verhalten lobst, wird dir diese Person weiterhin gerne helfen und das Ganze festigt sich dann noch mehr. 9. Pacing oder Spiegeln. Der Begriff des Pacing kommt aus der Welt der neurolinguistischen Programmierens, NLP. Das Pacing beschreibt die Technik, seinen Schritt an den seines Gegenübers anzupassen. Dies sollte auf respektvolle Weise und gut dosiert geschehen, um nicht das Gegenteil zu erreichen und den Gesprächspartner zu vergraulen, anstatt zu binden. Einige Beispiele für Pacing in der zwischenmenschlichen Kommunikation sind beispielsweise das Spiegeln von Stimmhöhe, Sprechgeschwindigkeit, Sprechlautstärke, Satzmelodie, Atemfrequenz, Körperhaltung, Bewegung, Gestik, Mimik, Tonfall, Worte, Fachbegriffe, Fröhlichkeit, Nachdenklichkeit oder ähnliches. 10. Begeistere dich und du wirst begeistert werden. Menschen erinnern sich daran, was du gesagt hast. Vor allem aber erinnern sie sich daran, was sie dabei gefühlt haben. Frag dich bei allem, was du tust, ob es durch dein Handeln den Menschen besser geht oder ob du ihnen dadurch schadest. Andere Menschen eine gute Zeit bereiten, ist eine wichtige Eigenschaft erfolgreicher Menschen. Sorge dafür, dass sich Menschen wohl in deiner Nähe fühlen. Wenn du dich dafür begeistern kannst, die andere Person wiederzusehen, dann wirst du diese auch dazu begeistern, dich wiederzusehen. Viel Spaß beim Anwenden dieser Tricks, vielen Dank fürs Zuschauen, lass eine Bewertung da und bis zum nächsten Video. Tschüss!